Guess the Max. Stuart Little auf großer Fahrt, das ist das perfekte Auto für die Mäusepolizei, der Smart Brabus Ultimate 112. Orange wie ein Stück Cheddar Cheese ist das, die schnellste Käseglocke der Welt. 112 ist ja auch der Notruf der Feuerwehr und wenn der nicht abgeht, als ob es brennt, dann rufen wir eben die 11880. Martialisch sieht der Ultimate aus, so als ob dieser Bonsai-Bomber direkt aus dem japanischen Yakuza-Film kommen würde. Aggressiv bis auf die Knochen und die Muskeln aufgepumpt, als hätte sich Danny DeVito vollgestopft mit Anabolika. Der normale Smart hat ja ein sehr freundliches Gesicht. Der hier guckt böse und grimmig, als würde all die Demütigungen heimzahlen wollen, die der Smart seit seiner Geburt so erlebt hat. Der Ultimate leuchtet nicht nur wie eine Signalweste, er hat auch Signalwirkung. Vorne mit dem Frontspoiler und dann diese fetten Kurzflügelverbreiterungen, die sind fast so dick wie damals beim Urquattro. Darunter stecken 18 Zöller mit 205er Reifen vorne und am Ende der geschwollenen Schweller dann sogar zwei 35er Walzen. Das hier ist kein Stecker für ein Ladegerät, sondern das ist das doppelflutige Aluminium-Endrohr der Edelstahl-Sportauspuffanlage. Also ich würde sagen, in der Kategorie Pimp My Einkaufswagen ist Agent Orange hier ganz, ganz vorne mit dabei. Und das Röhren da hinten, das kommt ganz bestimmt nicht von irgendeinem Mäusemaschinchen, sondern da steckt eine fette Ratte drin. In 3,9 Sekunden ist der Brabus auf 60 und in 9,5 auf 100. Und du wuselst dich halt unheimlich schnell mit dem Auto hier überall durch, bist der Schnellste, nicht nur im Antritt, sondern auch was die Kurven angeht, zumindest wenn die anderen nicht so richtig wollen. Kannst dich überall noch durchschießen und hast immer noch dieselben Maße wie in einem normalen Smart. Der Brabus ist ja ein Stadtsportwagen und an der Ampel bist du wirklich König mit dem Auto. Du gewinnst jedes Ampelduell und wie viel PS der Brabus Ultimate 112 hat, das verrate ich euch nicht. Das wäre ja fast eine Frage für 9 Live. Mal schauen, ob der Kaiser der Stadt auch das Zeug zum König der Landstraße hat. Das Lenkrad liegt schon mal sehr gut in der Hand. Es ist fast so dick wie bei N3. Und vom Fahren her, du weißt, du sitzt im Smart. Trotzdem ist das Gefühl irgendwie zwischen Go-Kart und M3 zum Beispiel. Aber je länger man fährt, desto mehr setzt sich hier der Go-Kart durch. Es könnte allerdings auch so ein Auto von so einer Carrera-Rennbahn sein, das vom Track runter ist auf den Asphalt. Der ist genauso spurtreu in den Kurven wie so ein Carrera-Renner. Das ist unglaublich, was die hier aus der Kiste rausgeholt haben. Mit dem Gewindefahrwerk, der breiteren Spur und diesen satten Reifen. Also du hast das Gefühl, der ist unkippbar. Mein großer Traum ist es ja immer mal mit dem Smart bei den 24-Stunden-Rennen am Nürburgring mitzufahren. Ich glaube, mit dem Ultimate 112 könnte man es fast wagen. Beim Schalten dann ein Hauch von Hamilton. Es wird hier auch geschaltet wie in der Formel 1 mit der WIP-Schaukel. 5 Gänge hat er, wie der normale Smart. Und er macht richtig Spaß. Vor allem hier auf der Autobahn merkt man jetzt, dass die Zylindertroika da hinten schon längst kein kleiner Dreikäsehoch mehr ist, sondern das ist eine richtige Maschine. Mit Turbolader werden da aus 1000 Kubikzentimeter 112 PS rausgekitzelt. Das ist eine bessere Literleistung als zum Beispiel beim Porsche. Die Höchstgeschwindigkeit vom Ultimate 112 beträgt jetzt nicht mehr die 145 wie der normale Smart, sondern über 170. Und wer viel mit einem Smart auf der Autobahn unterwegs ist, der weiß, das Schlimmste, was man einem deutschen Autofahrer antun kann, ist, ihn links mit dem Smart zu überholen. Aber heute ist Payday. Mit dem Ultimate 112 zahlen wir heute alles zurück, was alle Smarts dieser Welt jemals auf der Autobahn einstecken mussten. Der Kollege hier in dem schicken Auto aus Stuttgart zum Beispiel. Blinker gesetzt von unserem Smart. Er macht Platz. Brav, brav, brav. Den Spruch Reduce to the Max
hat Brabus mit dem Ultimate 112 perfekt umgesetzt. Dieses Auto ist absolut the max, wenn da nur nicht Brabus mit knapp 46.000 Euro Preis ein bisschen an der Spaßbremse ziehen würde. Aber es werden eh nur 112 Exemplare gebaut. Wer noch einen haben will, sollte sich ranhalten. Fast die Hälfte ist jetzt schon weg. Test the Max.